Okay. Oh! Lol. Was? Lol. Hey Leute, Crimex hier und heute gibt's mal wieder ein weiteres Fortnite Reaction Video auf meinem Kanal und heute mit dabei WaveHD! Was geht ab, Leute? Ich bin am Start. Yeah! Ich bin gehyped, Digga. Und zwar der letzte Teil von meinem Reaction Video war, glaube ich, mit Philipp und da haben wir auf IQ-Plays reagiert und das Video hat irgendwie über 800.000 Aufrufe. Deswegen dachte ich mir, ja, ey, ihr feiert das auf jeden Fall. Deswegen werden wir heute nochmal auf richtig krasse IQ-Plays reagieren. Für alle, die jetzt noch nicht genau wissen, um was es dabei geht, einfach Spieler, die richtig schlau gespielt haben. Einfach mit richtig simplen Methoden ein komplettes Team so oder sowas irgendwie, ich würde mal sagen, weggenietet haben. Und deswegen, Leute, verprügelt auf jeden Fall den Like-Button. Wenn ihr mehr von diesen Reaction-Videos ab und zu mal sehen wollt, checkt doch gerne noch Lukas in der Videobeschreibung aus. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, let's go! Wir starten direkt in das Video, Leute, und los geht's. Okay, erster Clip. Cool. Oh mein Gott, das habe ich sogar schon gesehen. Ich kenne ihn noch nicht, Spoiler nicht, Bruder. Ja, ich bin da. Okay, wer... Du kannst dich schon denken, oder? Was? Was, Digga? Alter! Wie hat der das, auch wie er das getimed hat mit dieser Impulsgranate, ne? Ja. Krass, okay, der erste Clip war schon mal heftiges Gameplay, Leute. Oh, Digga, Double Pump war, das waren gut, Zeiten. Gut, ne, Ninja muss ich jetzt nicht viel dazu sagen. Würde ich nicht mal IQ-Play nennen, aber einfach Skill, so. Ja. Aber ich finde diese IQ-Plays immer mega, weil man kann sich da immer so Sachen mitnehmen, die man irgendwie mal irgendwie später verwenden kann in der Fortnite-Runde. Oh, safe, läuft der gleich rüber. Ja, und, ja! Geil, guck mal, er geht direkt weg, so, muss los. Heftig, also sowas hat man schon öfter mal gesehen, aber immer wieder geil auf jeden Fall. Oh, er kommt mit den Pulsgranaten. Oh, was den los? Clip kenne ich. Ja, warum kennst du schon jeden Clip? Ich glaube auf das Video, das habe ich mir auch schon mal geguckt. Ich noch nicht auf jeden Fall. Egal. Wobei, nee, ich glaube, der ist gar nicht so krass. Was macht der jetzt? Locker mit dem Pulsgranate irgendwas. Komm, wollen wir mal nicht. Safe wirft dir den Impuls. Ja, und jetzt. Let's go! Aber der ist halt jetzt nicht so krass, oder? Voll in. Also war kein heftiges IQ-Play. Also war einfach, nee, war einfach cool. Lucky Shots, gell, wie man es nennen möchte. Okay. Oh, du Mann, Peach hier auf jeden Fall. Safe. Mit dem Skin. Okay, Rocket Ride ist da. Und was macht das der da? Das war dieses Fastbauen, das ist Ach so, ja gut. Ja, okay. Aufentspannt. Okay. Shaggery. Ey, Skybase, ne? Also mittlerweile ist ja Skybase eigentlich gar nichts Besonderes mehr, aber früher war es auf jeden Fall noch, kann man sagen, besonderer. Da unten ist der letzte Gegner, wie man sehen kann. Er wirft eine Impulsgranate runter. Ich kann mir schon vorstellen, was jetzt passieren wird. Und tschüss. Oh mein Geil. Easy, wie die auch im Hintergrund rumschreien immer, ne? Ja. Heftig, ja. Aber ich hab mich auch mega, Junge, ich hab so gefeiert. Ist heftig auf jeden Fall. Ja, moin. Komm, ich will jetzt mal wieder so ein richtiges IQ-Play sehen. Irgendwas richtig Schlaues. Tschüss. Okay. Default-Skin auf jeden Fall. Der checkt gar nichts vor ihm. Ja, was macht der? Ja, Bruder, das ist Default, der checkt nichts. Wahrscheinlich erste Runde oder so. Oh, er macht... Oh, Ehre genommen, Bruder. Trickshot. Er ist recht durch den Baum, genommen. Den hat er nicht mal gesehen. Ja. Oh, seine Mates sind tot unten. Und er macht auch den Impulsgranatentrick. Oh, lecker, Bruder, nice. Ich schwöre, ich habe das sogar öfter mal schon mal probiert in Fortnite-Runden, ich habe es aber nie hinbekommen. Bei mir immer, ich bin immer gestorben, wenn ich das versucht habe. Als ich das erste Mal gesehen habe, letztens habe ich es auch mal einmal ausprobiert. Kannst knicken. Man muss das halt echt perfekt timen, ne? Ja. Oh, Full-Team? Full-Team bei ihm. Er versammelt erstmal ersten Shot. Okay, jetzt trifft er. Lol, was ist das für ein Lol! Der ist den aber auch... Oh, guck mal! Jawohl! Das Ding ist aber keiner baut von denen! Ey, okay, das waren alles Defaults. Das waren alles richtige Noobs. Bruh. Okay, er hat eine Falle parat. Oh, oh, oh mein Gott. Was? Und. Was? Tschüss. Bup. Geil. Geil. So nice. Das war richtig schön. Aber. Über drei Kills, warum finde ich nicht mal so eine Gegner, die gar nichts checken, ey? Ich hatte einmal so einen krassen Gegner, der am Ende einfach nichts gecheckt hat. Das war so lustig. Ja, ja moin, Digga, ja. Die checken auch nichts. Okay. Aber jetzt auch kein IQ-Play so. War kein IQ-Play, ne. Okay, da geht's weiter. Ich glaube, das ist ein IQ-Play. Ja, da, oh. Das, oh! Oh mein Gott, Fallenturm, ja. Fallenturm. Komm, spring ja, drauf. Komm, Bruder, komm, Default. Komm. Komm, spring. Ja. Oh. Nice, Alter, ey, wenn man das schafft, auch so Respekt, das schafft, ey, das ist so schwer, sowas zu machen. Mit Fallenturm am Ende. Oh, da okay. Wird die Falle gebaut. Da wird die Falle gebaut. Die Goldscar-Falle, der Klassiker. Oh, Impulsgranaten. Okay, den Clip kenne ich auch schon. Und tschüss.
Ja. Oh, Digga. Und sogar noch den Slidebike getroffen. Digga. Ja. Lecker. Boah, das so, wir fies. Sind in Haunted Hills. Das ist fies. Ey, was passiert jetzt? Ja, man denkt, er ist eine Statue, aber ist ach so. Er nicht. Ey, ich hab das gar nicht gecheckt, dass er gerade auf so einem Podest war. Lol. Okay, das waren die Kuplay auf jeden Fall. Kann man als ja, die Kuplay ja. sehen. Also Haunted Hills, Leute, macht einfach einen auf Statue. So, hier, iChromax Skin ist da. Ich schwöre, Lebkuchen, mein Bestes. Ich hoffe, der kommt nicht in den Shop rein. Oh, ja. Ja, der hat auf jeden Fall Spaß, einfach mit seinem scheiß Raketenwerfer. Und tschüss. Weißt du, er hat sich so richtig eingebaut mit so, oh mein, was? Digga, der war böse. Alter, er hat den No-Scope in der Luft gedrückt. Krass. Das war ein heftiger Stream. Okay. Oh, Rocket Ride. Nach oben. Rocket Ride nach oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erster down. Was? Let's go, Digga. Aber guck mal, keiner baut wieder von denen. Ja, Mann. Ich glaube, das sind auch schon ältere Clips so. Weil mittlerweile die Spieler sind echt besser geworden. Easy. Aber er macht einfach einen Rocket Ride hoch und holt das ganze Team, Alter. Muss los, heftig. Okay, der Clip ist auch schon ein bisschen älter. Das war noch die erste Armbrust, wie man sehen kann. Ne. Ich glaube, Season 3 oder so. Und? Hey, das ist gar keiner. Ah, er will da drauf landen. Was macht der? Ach, auf dem Wasser. Ach, deswegen hat er davor drauf geschossen, um das kaputt zu schießen. Ah, clever. Bruh. Clever, ja. Ryan, dass er alles gar nicht mehr braucht, ne? Wegen Gleiter. Ne. Hä? Hä? Au, er hat eine Falle unten drunter. Ach, im Wasser lag die Falle. Boah, ja. Auch clever, ja. Okay, erster Boy down. Digga, was in der Sprache spielt er das? Guck mal, die Map. Irgendwie Russo oder so, Alter. Genau. Kein Plan, Junge. Okay, da hinten ist noch Russo, einer hinterm LKW. Hä? Was passiert jetzt hier? Vielleicht macht er irgendwas schlau. Oh. Oh. Boah. Okay, ohne Spaß, ich wusste nicht mal, dass man da durchschießen kann. Muss los. Dass die Hitboxen so gut... Ey, oh, die Ska. Er hat ihm einfach die Ska geklaut. Oh, bruh, guck mal, er guckt oben so. Hä, was ist das? Richtiger Gauner. Let's go. Okay. Also bis jetzt, ich sag mal, nichts Besonderes, nur ein Kill. Ne. Da kommt sein Freund, kommt glaube ich rein oder so. Jetzt hat er eine Falle. I know. Und tschüss. Und der muss los. GG. Okay, Ninja wieder am Start. Ich will, wenn diese Musik kommt, weiß genau, was abgeht. Ich würde, der wird jetzt locker so hoch nehmen, ne? Ja. Und in die Zone. Oh, auch geil. Ah, er macht jetzt Zonenplay. Ja, und tschüss. Und wieder raus. Bleib direkt draußen. Du kommst hier nicht rein, Bruder. Guck mal, jedes Mal. Er macht den Türsteher. Du kommst hier nicht rein. Und er gewinnt. Geil. Auch witzig, ja. Korrekt. Heftiges Gameplay. Er macht jetzt richtig C4, alles voll. Okay, also er macht... Ich glaube, er macht so eine C4-Hütte. Ja. Und lässt die er Kiste... Lässt die lässt er die Kiste da. Ja. Aha, das ist aber ein bisschen auffällig, ne? Muss man auch sagen. Das ist krass. Also auffällig. Eigentlich wird das jeder sehen, wenn da was blinkt, wenn man da eine Kiste aufmacht. Aber gut. Vielleicht die Defaults von damals noch nicht. Baba versteckt, Digga. Oh. Trick 17, Alter. Oh no. Trick 17. Muss man aber auch erstmal Glück haben, dass da überhaupt einer reinläuft. Ne? Bumm. Big Shark. Tot, Junge. Stabil, ja. Das war IQ-Play auf jeden Fall. Aim is da. Junge! Digga, er trifft keinen Hit. Ein richtiger Standard-Skill. Boah, guck mal, wie die Granaten. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Lol. Wie alt ist das? Locker Season 1, Mann. Tschüss. Sah so aus, als wäre die genau auf den gefallen. Ja, ja. Okay, Ninja. Was macht der? Er trifft keinen Hit. Oh, okay. Den Clip kenne ich aber schon. Den habe ich sogar schon mal gesehen. Auch nice. Das hat früher mal gefeiert, wie der immer den Granatwerfer gespielt hat. Ja, Mann. Du bist so Winkelbrüche. Ja, Mann. Oh, man hört eine Rakete. Rakete fliegt auf ihn. Der macht einen Run. Ja, safe. Oh, auch das. Alter! Was? Was? Ey, was haben die für Momente da teilweise? Boah, das war krass, Digga. Boah, let's go, full team. Ganz rechts war auch noch einer. Ganz links. Komm, jetzt der locker baut er da irgendwie. Fallen oder so.
Oder? Ja, er hat zwei Fallen zumindest im Gepäck, können schon sein. Okay, was wird er machen? Was wird er machen, um das Team wegzukriegen? Er geht raus. Okay. Oh! Lol. Was? Lol. Was? Wie viel? Lol. Aber alles No-Skins, ne? Digga! Ey. Okay, ein schwarzer Ritter. Aber trotzdem. Digga! Der hat zwei Teams gerankt. Ich schwöre, er hat zwei Teams die Ehre genommen. Krass. Ja, moin, Digga. Ich glaube, ich würde mich so aufregen, wenn ich gesniped werde, weil mich irgendjemand zubackt, dass ich nicht reinkomme. Oh. Und tschüss. Ciao. Das war's dann schon wieder komplett. Was wird er jetzt noch mit dem letzten machen? Komm, ich will jetzt noch einen EQ-Play sehen. Oh, das war sogar noch letztes Jahr. Oh, Season 2. Oh, Justin. Season 1 sogar. Bumm. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, das waren auf jeden Fall alle EQ-Plays. Ich fand's mega cool, also wirklich so ein paar Sachen. Ich fand, oder Bruder, erzähl mal, welchen Clip fandest du am heftigsten oder so am schlauesten? Boah, ich fand's halt voll krass mit den Schockgranaten, wo man ja, von oben Mann, quasi ja, runterfällt. Mann. Weil das, halt Leute, das müsst ihr einfach total mal probieren. Also ich hab's bis jetzt noch nie hinbekommen, dass ich so geflogen bin, sodass dieser Impuls einfach mich quasi gerettet hat vor dem Fallschaden. Das, also die Plays fand ich auf jeden Fall auch schon mit am besten. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, verbrückt natürlich wie immer den Like-Button, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Checkt natürlich gerne noch Awife unten in der Videobeschreibung aus und dann würde ich sagen, bis dann, haut rein, Leute, euer Crimex. Haut rein, ciao.